So. Wunderbar. Part Nummer 26. Oh, super. Als hätte die Moon es gerochen. Wunderbar. So. Noch eine Karotte gepflanzt. Schön. Dann können wir uns auch aufmachen. Das ist super. Und jetzt geht's los. Endlich ins große Abenteuer. Timer noch starten. Ja, letzten Auftrag noch nicht erfüllt. Los. Ja, jetzt ist es kein blauer Planet, sondern ein roter Planet. Was für ein seltsamer Ort. Sei vorsichtig. Ja, hier ist nämlich echt ordentlich. Wir können nicht weitergehen. Der Weg. Der Weg unter Tage. Wenn es nur einen Weg gäbe, diese Bretter zu brechen. Meiner Meinung nach werden sie unser Gewicht nicht halten können. Es gibt eine Idee. Vielleicht helfen uns Zaubertränke. Genau, Gulliver-Trank. Warte mal, wie... Trinken wir mal, dann werden wir groß. Und jetzt geht er... Gute Idee, Akku. Wir können durchgehen. Genau. Super. Dafür brauchen wir den Gulliver-Trank. Hier können wir auch keine Kristalle oder so sammeln. Aber dafür laufen hier ganz komische Monster rum. Ist nicht ganz so optimal hier. Obwohl es aktuell sehr ruhig ist. Ja, die kennen wir ja. Moon, bis du dich bewegt hast. So, ich habe nur einen Explosionstrank. Das bedeutet, ich muss echt aufpassen. Du kannst nämlich mit dem Explosionstrank auch ein bisschen... Ich glaube, den kannst du auch daneben schmeißen. Ich will aber nochmal alles umgucken. Also es ist ziemlich trostlos, die Gegend. Aber man sieht, dass sie nicht unbewohnt ist. Was ist denn das für ein Vieh? Okay, die geben aber auch, glaube ich, wirklich nur Kristalle. Also es lohnt sich halt echt nicht, hier das Ding alles diesen Planeten hier abzugrasen. Von daher alles gut. Bleiben wir mal ganz entspannt, was das angeht, ne? Ja, kannst natürlich Erfahrungen sammeln, aber ist halt die Frage, was das jetzt großartig bringen wird. So, hier gibt es auch sonst nichts zu sehen, außer hier natürlich. Da wird die Moon jetzt auch gleich was sagen. Noch ein vollgestellter Durchgang. Hast du noch Zaubertränke? Onkel Locke zeigte mir, wie man mächtigen Sprengstoff herstellen kann. Man kann es versuchen. Ah ja, genau, das macht er automatisch. Super. Funktioniert. Wir sollten eben solche in der interstellaren Patrouille haben. Alles klar. So, hier geht's auch weiter. Was ist jetzt die Frage? Packt mal das Feuer hier rein und die Axt. Ja, da sieht man schon hinten. Der Goliath klaut ganz viele Schafe. Das ist nicht so schön. So, Monster nehmen wir mit. Schau all die Schafe an. Oh nein, ich habe es gewusst. Goliath ist ein Dieb. Ich rufe die Patrouille um Hilfe. Wir müssen sie retten. Nicht so schnell. Goliath! Dieses Mal werde ich euch aufhalten. Jetzt seid ihr auf meinem Territorium. Ja, jetzt müssen wir dem Goliath Nummer 1 auf die Glocke hauen. Oh, diese Schafe, die sind gerade voll im Weg. Ja, machen wir das mit Magie. Es ist Zeit zu gehen. Wieder! Wenigstens hat er sein Versteck verlassen. Ich denke nicht, dass er wiederkommen wird. Was für eine Truhe ist das? Es sieht wie ein sehr wertvoller Schatz aus. Wir werden sehen. Ja, der Goliath müsste normalerweise wegkommen. Öffne mir.
Können wir zurück nach Dale... Ah, ein Diamant. Können wir zurück nach... Und zwei Schafe. Können wir zurück nach Daleland reisen? Natürlich. Natürlich. Los geht's. Gut. Wir haben jetzt zwei Schafe bekommen. Das bedeutet, wir haben jetzt vier insgesamt. Und die Schafe werden jetzt zurückgesetzt. Okay. Moon. Ja, 96% ist eigentlich auch schon fast fertig. Ich habe so das Gefühl, dass es hier noch mehrere Spiele gibt. Weil das Ende, wenn wir alle Quests offen haben, zeigt auch, dass es Dingsbums, dass es mehrere Spiele davon gibt. Nicht nur Dayland, sondern dass wir auch ein Spiel haben, wo wir zum Beispiel Moon spielen können. Das wird uns aber noch gesagt. So, wir müssen zurück. Und die Piratenflagge brauchen wir. Das ist eigentlich ganz gut, weil jetzt können wir mit der Moon reisen wir nicht mehr hierhin. Und können dann auf den Planet der Angst reisen. Super. Da muss ich doch keine Schafe dafür opfern. Obwohl ich jetzt wieder zwei Schafe bekommen habe. Es ist auch mein Stall automatisch größer geworden. Das ist aber ein großer Planet, wirklich. Ist aber schön. Doch, muss ich sagen. Schöner Planet. War eine kurze Reise, wie gesagt. Beim ersten Mal, als ich hier gewesen bin, bin ich hergereist und habe gesagt, oh, Goliath-Trank, blöd gelaufen, muss wieder zurückreisen, Goliath-Trank machen, hab das gemacht, hab das alles abgegrast und gemerkt, scheiße, Explosionstrank, blöd gelaufen, nochmal wieder zurück und so weiter und so fort. Und das wollte ich euch einfach fürs Let's Play ersparen, deswegen habe ich mich vorbereitet und bin da jetzt einfach innerhalb von ein paar Minuten durchgerusht. Das ist super. Hey. Achso, du sprichst ja jetzt nicht mit mir. Och. Jo, jetzt habe ich vier Schäfchen. Ist aber kein Problem. So, Guido, du Koch. So, wunderbar. Dann habe ich auch alles hier auf 60. Ja, mache ich noch mal eine Aubergine. Dann habe ich nicht genau 60, sondern ein bisschen mehr. So, wunderbar. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Die Moon nähert sich auch dem Ende. Der Goliath auch. Der braucht noch die Piratenflagge. Brr, hast du Algen vom See? Dalen See ist sauber, aber ich kenne jemanden, der die Algen von Ankor verkauft. Perfekt. Bitte, bring mir drei Algen. Natürlich. Ha, die habe ich schon. Zum Glück. Bitte, Herr Bram, was willst du kochen? Die Algen sind nicht zum Essen. Brrr. Sie sind für Waschlappen. Es gibt nichts Besseres für Guido-Haut. La 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 la. Man muss so laut nicht singen. Man muss nicht so laut singen. La 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 la. Ach, lass ihn doch, Akku, meine Güte. Jetzt wird der Akku mir so ein bisschen unsympathisch, finde ich. Weil er kann ruhig laut singen. Klar, warum nicht? Tut nicht weh. Hast du sonst noch was zu tun? Ich habe im Moment keine Aufträge. Sprich beim nächsten Mal mit mir. Okay, 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 okay. Dann warte ich, bis er weg ist. Fahr mit der Moon nochmal zurück zu den Angst. Und hoffe, dass ich mir da einfach Wolle kaufen kann. Dann muss ich meine Schafe nicht opfern. Ich habe nämlich nur so wenig. Ich könnte mir natürlich von dem Ank auch noch ein paar Schafe mehr kaufen. Aber ich sage ganz ehrlich, für den Kleinen sind eigentlich vier Stück mehr als genug. Können wir nochmal eine Runde pennen gehen. Ja, können wir auch gleich ein Level abmachen. So, Kraft oder Beweglichkeit? Komm, Yuki, zeig uns mal noch ein bisschen Beweglichkeit. Ich finde das super. Ich finde die Karten einfach wunderbar, dass die alle dem das so ein bisschen beibringen, etc. etc. Es hat einfach was, hat einfach echt was. Mir gefällt's. So, insgesamt hat das Spiel einen sehr, sehr schönen Charme. Zum Runterkommen und zum Entspannen ist es einfach wunderbar. Kann man durchaus auch den Kiddies, den jüngeren Kindern antun. Vielleicht auch für jüngere Kinder gedacht. Weil ich glaube, das ist ein Konsolenport. Ich glaube, das gibt es auch für die Switch, meine ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sogar sein, dass es sogar extra für die Switch entwickelt wurde und es dann für PC einfach nochmal rausgekommen ist. So genau kenne ich mich da nicht aus. Aber es soll es für die Switch geben. Habe ich schon mal gelesen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es ein Kind
das ist, dass dieses Spiel für Kinder gedacht ist. Von daher schön. So, jetzt hole ich noch mal die Moon. Super, dass ich die manuell rufen kann. Ist schön. So, Moon. Hast du noch was für mich? Ups, wollte ich nicht mit Mama hauen. Moon, ich will dich mit dir, sprich doch mit mir. Ich habe im Moment keine weiteren Aufträge, dann wollen wir aber mal los. Wieder zum blauen Planeten. Super. Das ist gut. Da kaufe ich jetzt nochmal. Ich weiß nicht, ich kaufe dem alle. Ich glaube, ich kaufe dem jetzt einfach alle Wolle ab. So, 1, 2, 3, 4, 5. Kostet ja auch fast nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Supi. Rest habe ich. Jetzt fahren wir wieder nach Hause. Freue ich mich. Hat zwar ein bisschen Geld, mehr Geld da gelassen, als ich mitgenommen habe, macht aber nichts. Wir hätten noch was verkaufen können, aber wir müssen nicht gierig sein, wir haben ja genug. So, Moon, mach's gut, tschüss. So, Werkstatt, Piratenfahne, wir haben hier auch fast alles, das ist noch nicht frei. Bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt. Hoffentlich nimmt der... Hier fehlt auch noch eine Sache. Hier ist alles fertig, hier ist alles fertig. Ja, zwei Sachen fehlen noch. So, okay, Goliath fehlt noch. Die Moon hat noch eine Sache, der fehlt noch, da fehlt noch was. Jetzt bin ich eigentlich nur noch auf Besuch angewiesen. Oha! Bin ja mal größer. Ich habe so das Gefühl, die werden immer größer. Vorher waren es die kleinen Grauen, die nicht so das Problem waren. Die bringen halt auch noch kaum was. Wenn die wenigstens mal was Neues droppen würden oder etwas relativ Seltenes. Ja, das waren die ersten Gegner. Ich glaube, je höher wir werden, desto stärker werden auch unsere Gegner, weil die sind ja eigentlich auch durch unsere Ängste manifestiert. Von daher ist dann die Frage, ob ich mir einfach ein Schutzgebet gönnen sollte. Aber noch empfinde ich das jetzt nicht als Problem. Ja. Schade, dass der Locke uns so abgezogen hat. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. So, nochmal ein paar Beeren. Können wir nochmal ein bisschen angeln gehen, damit der Teich nicht so überfüllt ist. Fische sich nämlich... den Dingsbums das Essen wegfressen, dann ist es natürlich auch nicht so super. Großer Fisch frisst nämlich mehr als ein kleiner Fisch. So, regnet's, da regnet's. Okay, aber mal drüber. Wunderbar. Supi. Sind auch fast fertig, die Karotten auch. Wie viele Karotten habe ich dann? Ja, 70. Das läuft ganz cool. Da könnte ich eigentlich echt auf die 70 wieder hinarbeiten. Aber hier nochmal überall drüber. Und dann passt das schon. So, jetzt habe ich kein Saatgut mehr. Das macht aber nichts. Finde ich jetzt nicht so tragisch. Supi. Na, da haben wir doch schon die 70. Dann könnte ich noch einmal, na, zweimal Tomaten. Läuft. Jo, jetzt brauche ich Besuch von den anderen. Ich denke mal, aber das machen wir dann noch im nächsten Part. Ich glaube, das alles kriege ich jetzt nicht mehr in einen Part gepackt. Ich würde aber euch gerne die 100% noch auf überall mitnehmen. Aber da ich halt nicht kontrollieren kann, ob mich alle, wann mich alle besuchen, ist das halt ein bisschen, ja, müssen wir es halt so nehmen, wie es kommt.
Hühner wachsen ohne mein Beisein, das ist super. Da gibt es auch wieder Milch in 2 Minuten. Ja, super. Doch, wirklich, ist schön. Regen hat aufgehört, Pilze wachsen hier überall. Ich glaube, die despawnen auch gar nicht oder nur ganz, ganz schwer. Goliath, super. Hast du noch was zu sagen? Ich habe deine Piraten... Oh, super, ich habe deine Piratenflagge fertig. Goliath, deine Fahne ist fertig. Cool, wir sind zum Rennen bereit. Wenn ich gewinne, teile ich den Preis mit dir. Also geil, du bist ein lieber Kerl. Aber, ja, 94%, okay. Na gut. Alles klar, Mr. Goliath. Dann hoffen wir mal, dass du gewinnst. So, dann will ich die Pilze noch mal holen. Mu noch irgendwas, weil sonst würde ich nämlich einfach die Mu gleich noch mal rufen, wenn der Goliath weg ist. Die verstehen sich ja nicht so gut. Und dann gucke ich mal, ob die Mu mir endlich mal ihren letzten Auftrag gibt. So, Pflanzen habe ich jetzt echt genug. Geld habe ich auch genug. Warte mal, wo sind denn meine Pflanzen? Meine Blümchen. Guck mal, 12, 11, 1. Chrysanthemum. Ist vielleicht ein bisschen wenig. Yo. So, Hühnchen. Sorry, aber dass du mir hier ohne wegplatzt, ohne dass ich dich hier looten kann, will ich jetzt nicht unbedingt machen. Also ohne, dass ich das Ei sammeln kann. Kaum ist Goliath weg, schon kommt so ein riesiges Monster an. Macht mir auch gut Aua. So, wo ist denn noch so ein Vieh? Da. Na, so ein kleiner ist nicht so schlimm. Ich muss eh noch was essen, also von daher. Ich gewundert, es ging relativ schnell. Oh, 4 Milch, super. Ist ja auch nicht mehr fressen. Das wundert mich so ein bisschen. Macht das eigentlich schon so eine Überlegung wert, sich doch mehr Schafe zu holen, weil wir dadurch auch viel mehr Milch kriegen und die eigentlich den gleiche Produktion haben. Na gut. Ich rufe nochmal die Moon. Guck mal, was die noch zu sagen hat. Ob die uns noch was zu sagen hat. Warum haben wir hier eine Kochgabel? Eine Kochgabel aus Silber. Ein Geschenk des Kochs Brahm an seine besten Mitarbeiter. Supi. So, Moon. Hey. Im Moment keine weiteren Aufträge. Das ist super. Dann können wir unseren Urlaub hier genießen. Dann würde ich sagen, ich beende den Part und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Und gucken wir mal, wie weit wir dann dort kommen. Ne? Bis dahin, macht's gut, cheerio, ciao mit V und bleibt anständig.